Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich eine neue Episode von Tinder Chats, Profile oder sonstige Chats. Das heißt, heute wird es wieder ganz, ganz übel. Und an alle, die kein Airbag haben, auch wenn ihr ein Airbag habt, anschnallen. Shardies like a melody in my head. Ich lese heute ganz klassisch Chats vor als Person A. Also wenn es wirklich nur ums Cash geht, Digga, dann mache ich morgen OnlyFans-Account, stell ein, zwei Arschlochbilder rein und mach mehr Geld als, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Chat. Würdet ihr euch so ein Montana Black Arschlochbild kaufen? Let's go! Du und Lukas hatten ein Match am Twitch-Moderator, nichts, zahl drauf. Am 14.01.23. Ich dich in Mario Kart und dann im Bett. Warum so passiv-aggressiv? Bin überzeugt von mir. Wie wär's erstmal mit einem Hallo? Hallo? Nina, Instagram. Classic. 2064 Follower. Ihr folgt euch auf Instagram nicht gegenseitig. Hi, moin, was machst du? Scheißen. Du so? WTF? Soll ich lügen? Beste Mann. Digga, aber wenn sie dann auf korrekt zurückschreibt, ist sie die Richtige. Wer auch immer der ist, der hier die Wahrheit ausgesprochen hat, das ist er. Oh, das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Oh, das ist er, das ist er. Wer dir nicht mal was vormacht, wenn ihr anfangt zu schreiben, da ist... Oh, das ist mir peinlich. Man immer ein bisschen anders, muss man fairerweise gestehen. Wenn er genau so schon ist, dann würde er dich niemals anlügen. Oh Gott, Lena Yvonne. Auch wilder Doppelname, noch nie so gehört. Jolle Jan Sascha, Alter. 19, verifiziert. 1,53. 19. Der war random. Verifiziert. 1,53. 19. Wenn ich nicht sofort antworte, schaue ich Eli. Schwanz! Du kleiner Schwanz! Du bist ein richtiger Oha! Chat, ich muss gerade übertrieben kacken, Digga. Sit! Oder Willi. Agi! Ich hab Sammy sein Hundeessen gegessen. Und wenn Lena Yvonne jetzt nicht for free Getränke, Klamotten oder Süßigkeiten bekommt, dann weiß ich auch nicht. Jungs, das ist eure einzig wahre Supporterin. Digga, selbst verfickt Roat hat ein Business aufgemacht, Junge. Das Einzige, was ich hab, ist mit dem Veganer und Pascal zusammen eine Kondom-Brand. Digga, mehr hab ich noch nicht gerissen so far. Lena Yvonne. Eli hier, von mir bekommst du wieder Elevate. Elena Yvonne, hier ist Sydney, von mir bekommst du Elevate-Klamotten. Von meinem Arsch bekommst du gar nichts, du Wichser. Elena Yvonne, Willi hier. Weil der Rohr dir nichts geben will, bekommst du von mir was Süßes. Egal, Junge. Willi, Digga. Willi macht immer so auf süß, Digga. Ich schwöre, im Bett, Digga, er ist so richtig dreckige Sau, Junge. Er kommt in so einem Lederoutfit raus, Bro, mit so einer Maske, Junge, und so einem fucking roten Ball in im Mund, Digga, und so einer Peitsche, Junge, ich schwör's euch. Das ist ein ganz Versauter, den würde ich gar nicht trauen. Vanessa, Instagram, 732 Follower. Ihr folgt euch auf Instagram gegenseitig. Das ist ja schon mal ein Anfang. Oh mein Gott. Haben wir ein Intro für schlechte Amachsprüche? Erste Nachricht. Delfine gehören zu den schlimmsten Tieren der Welt. Wusstest du, dass Delfine ihre Kinder töten, damit das Weibchen wieder Lust auf Sex hat? Was sendet ihr? Yoshi, 25, öffentlicher Dienst, 9 Kilometer entfernt. Oh, Junge. Ja, ey, Junge. Bruder, Leute versuchen Swipes zu bekommen bei Tinder, packen einfach Knossi mit ins Bild rein. Einfach als zweites Bild ein Clubbild mit Jens Heinz-Richard Knossalla. It's Britney, bitch. Der Typ kann nur Matches haben. Ey, Yoshi, du geile Schlange. Bei dir würde ich auch gern matchen, Junge. Digga, das ist russisch. Und genau für diese Fälle begrüßen wir recht herzlich unseren Dolmetscher. Und Edda hatten ein Match am 30.12.22. Hallo, wie geht's? Wollen wir uns kennenlernen? Rush B. Oh mein Gott, Junge. Ey, Junge. Hey, ist Isa nicht auch Russin? Hätte nicht einfach seine Freundin fragen können, Bro? Moin! Ich hoffe, du erwartest von mir nicht so einen unangenehmen Anmachspruch. Die habe ich einfach nicht drauf. Hello? Sascha ist voll der Orusbu. Oh,
Schade, wäre bestimmt lustig gewesen. Aber ohne ist auch gut. Ist wahrscheinlich besser so. Aber ich kann's ja mal versuchen. Warum? Ey, ich wollte eigentlich Russisch lernen, um mich mit der Familie von meiner Freundin zu unterhalten. Aber vielleicht switche ich auf Türkisch um, Leute. Ich weiß noch nicht ganz. Aber ohne ist auch gut. Mach nicht drauf. Ich hoffe, du erwartest von mir nicht so eine. Moin! Ich hoffe, du erwartest von mir nicht so einen unangenehmen Anmachspruch. Die habe ich einfach nicht drauf. Hello! Schade, wäre bestimmt lustig gewesen. Aber ohne ist auch gut. Ist wahrscheinlich besser so. Aber ich kann's ja mal versuchen. Warum? Sie hat doch schon geschrieben, boah, dass da es auch ohne so gut ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, den hier finde ich irgendwie lustig. Ich habe in mein Bett geschissen. Kann ich heute Nacht in deinem schlafen? Klassiker. Bitte verurteile mich nicht für meinen kaputten Humor. Sabrina, ich habe eine Frage an Sie. Ich lausche. Kennst du Mord? Oh nein, Bruder. Oh, natürlich. Aber noch nicht. Mein Mordspenis. Und an der Stelle bitte ich mal wieder komplett Gott, raus. Mega falls euch Klasse. Das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Danke für die ganzen Einsendungen. Und falls auch du einen Chat hast, ein Profil. Ausnahmsweise lustiges Video. Danke, Kuss. Lösch dich. Nee, den Part lösche ich. So. Hast irgendwas in die Richtung, dann sende bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Hey Robert, was geht? Ich schneide gerade ein Video und da wollte ich fragen, ob du mir was einsenden könntest. Also ich habe auch an dich gedacht, ich habe schon ein paar andere gefragt. Also es wäre übel nice, wenn du quasi so sagen könntest, von mir bekommst du gar nichts. Von meinem Arsch bekommst du gar nichts, du Wichser. Peace, Leute, was geht? Das kennt man nicht mit Marvin. Marvin!